Das ist wieder bei Half-Life. Ich muss mich noch dran gewöhnen, Half-Life jetzt zu sagen. Und ich habe gerade bei der Aufnahme vom letzten Part geguckt. Und ich weiß nicht. Irgendwie sieht das schon aus, als ob das Spiel in der Aufnahme mehr ruckelt, als ich es sehe. Ich hoffe, das wird dann, wenn ich es hochgeladen habe, nicht so sein. Vielleicht seht ihr es jetzt, dass jetzt zum Beispiel gerade geruckelt hat. Ich weiß nicht. Werden wir, wenn es nicht so ist, dann ist alles okay. Sonst muss ich dann doch vielleicht auf Raps umschalten oder irgendwas umstellen. Ich weiß nicht, wieso das so sein mag. Ich sehe nämlich alles flüssig. Naja, wir gehen auf jeden Fall mal zum Testraum. Sonst werde ich jetzt nicht so viel aufnehmen, damit ich sehe, ob das Problem, wenn es hochgeladen ist, weg ist. Zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen Ja, ist. ja, ja. Dann helfe ich euch nicht, das aufzuräumen, euch zu helfen. Nee, nee. Dann lasse ich euch halt verrecken, falls da irgendwas in die Luft geht. Auf zum Testlabor. Du sagst uns bestimmt nichts Neues. Ja. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analysevorgängen, Standard. Dr. Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich. Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen kann. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Lass mich doch endlich reingehen. Okay. So schnell kann ich übrigens auch triggern. Das sieht gefährlich aus, aber wir sind ja ein Profi, wir können das ja und kann ich hier reinspringen? Schade. Das ist recht interessant. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ja. Was soll ich tun? Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, Ich höre das eine Dach Tür. zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Okay, mach ich mal. So. Und Laser. Sieht jedenfalls aus wie so ein Laser. Übrigens, ich bin immer ein hektischer Spieler. Das heißt, sowas ist bei mir normal. Immer so schnell nach da Jetzt gucken. machen wir Das ist weiter. normal bei mir. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Piu! Wusste ich, dass das ein Also, Laser der ist. Bohrer scheint stabil zu sein. Ja, okay, das heißt, was soll ich tun? Wieder runtergehen und. Transmitterphase 2, Aktivierung jetzt. Oder soll ich einfach nur zugucken? Wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Ich hab nicht zugehört. Shit. Kondensatoren bei 105%. 1,05%, was soll ich. Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich Oh nicht, shit. aber ich habe da eine kleine Abweichung in. Nein, doch nicht. Ha! Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Sequenz läuft Bekomm weiter. Schaden. Was soll ich Ich tun? erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Wo ist der Ausgabeschacht? Ist das ein Ausgabeschacht? Wo soll denn hier ein Ausgabeschacht sein? Hallo?
Kann ich dich da reinschieben? Tut mir leid. Was? Ich habe nichts getan. Nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ach du Scheiße. War das meine Schuld? Ja, ich denk schon. Hör auf zu atmen, Mann. Soll ich wieder was drücken damit? Oh Gott! Zu viel Grün im Bild! Ah! Ah! Ah, Gott! Hallo, ihr süßen Dinger. Oh Gott! Okay. Und vorher geschehene Konsequenzen. Ja, oh Gott. Ich glaube, wir sollten hier fliehen. Nein. Wie ist das geschehen? Wie konnte ich es überlegen? Vielleicht wegen dem Anzug konnte ich es überleben, aber... Ich war da drin. Wieso ist der gestorben? Wo ist der Opa hin? Alle Knöpfe drücken. Hä? Oh, ja, nein, 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 nein. Lass mich. Ja, helf ihm. Genau, wir benutzen das Medikit, statt irgendwie ihm zu helfen, oder... Wieso sterben wir plötzlich alle? Wieso leben wir? Okay. Lebst du noch? Wieso sind alle tot? Zu viel radioaktive Strahlung, oder was war das? Eine Explosion auf jeden Fall, aber bei der Laser, weil wir was dazwischen geschoben haben. Wir fliehen erstmal. Wir helfen den anderen mal nicht. Ah, und ihr seid nur hingeflogen. Steh auf, Opam. Ihr heißt Headcrab, oder? Aha. Naja, das werden wir noch sehen. Oh Gott. Dein Zwillingsbruder ist tot. Er liegt da. Oder dein... Oder seid ihr Achtlinge oder was weiß ich. Ihr seid auf jeden Fall sehr viele. Ja, ja. Oh Gott. Darf ich... Hallo? Die kenne ich durch Gary's Mod und andere Videos. Mit der Engine von Half-Life komme ich gut klar, nur ich habe halt nie die Spiele davon gespielt. Hä? Oh Gott, Leute, es ist ein Blind Let's Play, tut mir leid, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Schon gut, Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Hä? Was soll ich? Soll ich dir helfen? Haben Sie die letzte Durchsage verstanden? Nein. Ich werde warten. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Niemals wieder hier rauskommen? Sollten wir nicht vielleicht versuchen, so eine Kreatur zu fangen? Ja, womit? Ich rieche? Nein, sagen Sie es! Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders überlegen, ja? Warum lassen Sie mich hier? Ach so! Ah, okay, ich kann ihn ja mitnehmen, dazu war das Tutorial ja da. Darf ich jetzt? Ja, okay. Gut, Leute. Ich muss da noch ein bisschen durchblicken. Ja. War ich das?
Oh Gott. Au. Hoppla. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich weiß ja nicht mal, woraus der Strahl besteht. Oh Mann. Ladezeiten und Wartezeiten. Kurz mal strecken. Oh Gott, es greift uns an. Ja, ich habe nur 9 HP und komme wahrscheinlich nicht an dem vorbei. So. Müssen wir weg. Der Laser tötet uns wahrscheinlich, deswegen krabbeln wir mal hier durch. Und das schon. Ach so, ach so. Ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Lecker. Ja, wir haben eine Crowbar endlich. Jetzt können wir endlich schlagen. Habe ich gerade jemanden in den Tod geschickt, weil ich den Aufzug gerufen habe? Ach, das scheint niemand gewesen zu sein. Da war bestimmt eine optische Täuschung. Gott sei Dank ist hier zufälligerweise diese Leiter. So, oh Gott. Ein Zombie. Oder ein. Wie nennt man das? Hauptsache die. Das ist die gecuttete Version. Ich glaube, wir haben eine Cut-Version. Das tut mir natürlich leid. Aber ich glaube, es ist nicht so gut, wenn ich das ändern würde. Atmest du oder stirbst du gerade? Er hat uns seine Waffe geliehen. Scheiße. Scheiße, Mann. Was haben wir getan? Ah, es wird hier niemand bemerken. So, 17 Schuss hat das Ding, aber ich glaube, wir müssen vorsichtig mit der Muni umgehen. Zum Beispiel die. Die gehen ja noch von zu der Kim. Wir sollten unsere Munition auf jeden Fall benutzen, wenn wir welche haben. Wir haben schon wieder 9 HP. Ach so, okay, also spawnt man immer mit der HP wieder, wie man halt gelebt hat. Gehen wir weiter, gucken wir uns nochmal die andere Richtung an. Ja, komm, ist ja schnell. Hier war ja die Cafeteria, nur um zu gucken, wie es hier aussieht. Ah ja, wieso? Hä, was hat die Explosion damit zu tun, dass hier jetzt überall diese. Vielleicht sind sie ja so eingebrochen, ich weiß es ja nicht. Oh, Munition. Hat sich also gelohnt, hier reinzugucken. Können wir unseren Schrank nochmal aufmachen? Hauptsache, die Tür ist immer noch verschlossen. Können wir uns hier aufladen? Ich meine, ist ja unser Anzug. Naja, dann nicht. Okay, ich kann es auch mit Rechtsklick auswählen. Speed! Ah! Bestimmt war das Auge gekriegt für euch. Gut, dann gehen wir weiter. Bin gespannt, wie lange diese LP gehen wird. Macht mir auf jeden Fall eh schon Spaß. Ja, okay. Ich sehe dich.
Ah, wer kennt sie nicht? Die fliegende Tastatur, obwohl die ist da unten angekettet. Okay, alles gut. Da kommen wir bestimmt nicht durch. War klar. Da müssen wir wohl da durch. Warte, steht da irgendwas? Also, ist ja. Hier ist ja viel Platz. Passiert. Oh Gott, wo bist du? Sterb! War das gut oder schlecht, dass wir die Kamera kaputt gemacht haben? Ah, ich sollte das lieber machen. Ah, gleich viel besser. Na, ja, wenn ich auch so ein Trottel bin und gleich mein Leben auf. Mann! Scheiß Viecher. Hauptsache, ich kann das Fenster nicht aufmachen. Wie beep. Den scheint es nicht gut zu gehen. Hallo? Okay. Ah, ein Periodensystem der Elemente. Das ist die erste Hauptgruppe, zweite Hauptgruppe, dritte, vierte. Ja. Ich habe dieses Thema gerade in der Schule. Also gerade ist vorbei. Aber man muss sich ja immer damit. Ich kann auch mit Rechtsklick schießen. Gut, ich wollte gerade versuchen, mit Rechtsklick anzufinden, falls es sowas gibt. Gut, jetzt haben wir uns wenigstens voll geheilt und wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.